Ja, Hallöchen alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Clash of Clans. Heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Thema, denn heute ist ganz aktuell ein neuer Sneak Peek rausgekommen. Das bedeutet, wir haben neue Informationen über das Update, das jetzt im Juli kommt. Und zwar ist heute herausgekommen, dass neue Ligen mit dazukommen. Ich blende das mal hier ganz kurz ein. Ihr seht hier diese schöne Liga mit dem König da als Symbol, diese goldene Liga. Das ist das neue Titan-Level. Das bedeutet, Champions Liga wird von 3, Champions 3, 2 und 1 unterteilt, genauso wie Titan 3, 2 und 1 und kommt dann in dieses wunderschöne Symbol hier, in diese wunderschöne Liga Legend, in die neue Legend Liga. Das wird die ganz besondere neue Liga, das neue Ziel zu erreichen, dass man das schaffen kann. Es werden 5000 Pokale benötigt, um in die neue Liga zu bekommen und der Bonus in der neuen Champion Liga ist in der neuen Legend Liga, so heißt es ja jetzt, ist 250.000 Elixier und Gold und 2000 Dunkles. Also, Supercell geht damit endlich mal dahinterher, dass man Richtung Ende des Spiels, also wenn man seine Base maxed out hat und nur noch am Trophäen sammeln ist, dass man mal wieder ein neues Ziel vor Augen hat, als einfach nur Pokale in der Champions Liga zu sammeln. Man kann jetzt wirklich in unterschiedliche Ligen kommen, hat mehr Loot-Bonus, um genau zu sein. Wenn in der Titan 3, in der Titan 3 Liga sind es 210.000 von jedem, da kann man sich das ungefähr ausrechnen, 210.000 Gold und Elixier und 1600 Dunkles. Ja, und um das Thema hier nochmal aufzusplitten, in der Champions Liga ist das ja von 3 bis 1 unterteilt, die geht von 3200 Trophäen bis 4099 Trophäen. Titan von 3 bis 1 geht von 4100 Trophäen bis 4999 und die Legend Leech beginnt dann ab 5000 Trophäen. Also das ist wirklich eine ganz geile Sache, die Supercell da jetzt neu gemacht hat. Und ja, ich wollte euch das natürlich nicht vorenthalten, sondern dass ihr da jetzt möglichst schnell auf dem aktuellen Stand seid. Das ganz Coole dann daran ist, dass man wenn man in der Legend Liga ist, da bei über 5000 Pokalen, dass das beste Ergebnis in dem Profil verewigt wird. Auch eine ganz tolle Sache. Das bedeutet, man kann das auf jeden Fall immer sehen oder auf ewig sehen, wie gut jemand war, was die höchste Trophäenrate war jeweils und man kann dort auch Trophäen bekommen und diese Trophäen, die man in der Legend Liga bekommt, die bleiben für immer. Soweit ich das verstanden habe, heißt das, dass man die nicht mehr verlieren kann und dass man dann diese Trophäen quasi für immer behält. Aber wenn man aus der Legend Liga wieder rauskommt, also kann man immer noch wieder absinken. Also man muss weiterhin am Ball bleiben. Ist nicht so, dass man immer so bleibt, dass man immer bei der Liga bleibt. Was ich auch gesehen habe in dem neuen Sneak Peek, ist, dass anscheinend die gewonnenen Kriegssterne jetzt auch mit groß im Profil angezeigt werden. Das heißt, direkt beim Profil, da hat man ja bis jetzt die Base. Ich zeige das mal ganz kurz hier bei mir. Hier zum Beispiel hat man jetzt oben die Base, die kann man sich auch angucken, wenn man da auf dieses Symbol klickt, auf die Base, hat man so einen kleinen Vorschau. Und hier rechts, da wo man jetzt die Angriffe sieht, da hat man dann zusätzlich eine Ansicht, wie viel Warstars derjenige gewonnen hat und was die All-Time-Best ist, aber eben nur, wenn man in der Legend-Liga war. Ja, und das Ganze wird dann eben auch als ein Symbol angezeigt, wenn man in der Liga ist. Es gibt da ein Legend Leech Tournament. Das bedeutet, dass man eine gewisse Punktzahl bekommt, die dann auch angezeigt wird, die man in der Liga, wahrscheinlich in der Legend Liga bekommt. Ja. So, und das alles wird dann eben auch auf dem Profil verewigt. Das heißt, das Ganze geht nicht verloren, da momentan ja die schon Spieler nah an der 5000 Grenze sind, die aber noch nicht geknackt haben, ist das eine super Sache, um endlich mal wieder einen neuen Schwung in diese Richtung zu bringen. Danke Supercell dafür und ich danke euch ganz vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr da noch Ergänzungen zu habt zu dem neuen Update oder irgendwas jetzt nicht ganz richtig war von dem, was ich erklärt habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich, wenn ihr weiter aktuell auf dem Laufenden bleiben wollt, was das Update angeht und natürlich was weitere Taktiken, Clankriege und so weiter angeht. Einfach nur abonnieren und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und Clash on!